So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Neo X mit mir, dem Regi. Und das ist jetzt Folge 2 für heute. Das bedeutet für euch also, ja, ich bin heute so gut drauf, dass ich mir denke, 2 Folgen Neo X, das ist doch was Wunderbares. Und das will ich euch heute eigentlich so zum Start des Wochenendes direkt mal geben. Ich meine, was spricht dagegen? Ich habe es überlegt, eigentlich nichts. Ich habe Lust auf das Spiel, ihr habt 100% auch richtig krass Lust auf... warte mal, wir laufen die ganze Zeit parallel zu denen, das ist nicht gut. Ihr habt Lust auf das Spiel, ich habe Lust auf das Spiel. Was spricht also dagegen, dass ich euch heute mal 2 Folgen gönne? Und vor allen Dingen war der Support innerhalb der ersten 1,5 Stunden richtig gut. Von daher könnt ihr euch da auch nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, hab ich gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, sehr schön und nochmal Dank für den Support. Heißt aber nicht, dass dieser Part nicht auch wieder supported sein könnte. Ne? Deswegen, Leute, strengt euch an. Lasst uns doch diese tolle Form beibehalten. Und hoffen wir doch einfach mal, dass es so weitergeht in Zukunft. Weil mich freut das jedenfalls tierisch, dass dieses Projekt so tolle Resonanz bekommt. Und ich habe euch, glaube ich, schon mal gesagt, das ist, glaube ich, der beste oder die beste Phase, die ich seit 5 Jahren rein von den Zahlen her auf dem Kanal habe. Das ist unfassbar. Und deswegen hier nochmal an dieser Stelle ganz großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, ja? So, ich muss jetzt aufpassen, die haben beide Aircutter drauf, das ist nicht gut. Ich glaube, Taubsee ist hier das geringere Übel. Dementsprechend gehe ich, glaube ich, mal direkt instant auf Düsseldorf. Ah, das kann echt ein Problem sein. Ich hätte mir eigentlich schon denken können, dass es wieder ein Doppelkampf wird und dass es hier wieder darauf hinauslaufen wird, dass mein Gegner höchstwahrscheinlich ja, mit 2 Flug-Pokémon liegt. Deswegen war es, glaube ich, nicht ganz so schlau, dass ich hier mit Dragon HS und mit meinem kleinen Lorblattchen mit meinem Blumosaur geleadet habe. Das ist also nicht ganz so nett. Und ey, Firespin. Okay, Firespin. Was kann Firespin sein, so schönes? 35 Power, Accuracy 85. Ich glaube, Firespin kann ich sogar anstelle von Ember mal draufhauen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, Glut werde ich wahrscheinlich sowieso selten benutzen. Und Firespin kann ja für den Fall der Fälle manchmal ganz brauchbar sein, oder nicht? So, ich habe jetzt aber ein ganz großes Problem. Ich habe ein tierisch großes Problem, weil... diese gegnerischen Pokémon, die machen mich fertig. Und deswegen sage ich es ja, Leute, das ist echt ein toughes Spiel mit den ganzen Doppelkämpfen, die man nicht abschätzen kann und mit den normalen Battles und so weiter. Da muss man echt teilweise abschätzen, wann man heilt, ob man heilt. Und wir haben in der letzten Episode tragischerweise schon mitbekommen, dass ein falscher Abschätzer kann dafür sorgen, dass dein Pokémon stirbt. Heißt schon. Alter, was? Das ist nicht gut. Okay, Firespin auf Delibird. Und ich muss auf jeden Fall raus mit Greifen. Die Frage ist, auf wen gehe ich raus? Das ist ja alles nicht gut. Sieht aus mit Lockencharlie. Hat Lockencharlie ein bisschen was drauf, was Tank angeht? Leider nicht. Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf Blumosaur raus. Oh nein, das Ding kann Eisschatt. Und das ist das Problem, wie gesagt. Du weißt nicht, womit du rechnen sollst. Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht mit Eisschatt gerechnet, obwohl ich eigentlich schon mit einer Eisattacke gerechnet habe, streng genommen. Aber trotzdem, ich meine, guckt euch jetzt mal den Schaden an, der hier auch noch verursacht wird. Das ist alles nicht gut. Und der Grund, warum ich hier auf... Boah, das geht auf Aircut. Da ist das dein Ernst. Du machst 2 Runden davor die ganze Zeit straight denselben Angriff. Und jetzt denkst du dir auf einmal außen nichts. Vielleicht muss ich den Angriff ja nicht machen. Come on, Bro. Kannst du doch keinen weiß machen hier. Okay, wartet mal. Gehe ich auf Incinerate oder auf Psybeam? Ich gehe auf Psybeam und heile Blumosaur, wenn du super dran guckst. Das ist, wie gesagt, das Problem. Mann. Alles, weil ich so viel Momentum im ersten Moment verloren habe wegen der ersten Runde. Weil ich da rauswechseln muss. Da habe ich so viel unnötigen Schaden gefressen und bla bla bla. Weiß der Teufel was. Das ist alles andere als gut gerade. So, Psybeam könnte vielleicht ausreichen. Ich habe hier gute Hoffnung. Und Psybeam nimmt Pidgey raus. Das heißt, Pidgey macht keinen Schaden. Und vielleicht reicht ja jetzt hier der Firespin-Damage aus, um Delibird zumindest rauszunehmen. Reicht es aus, um Delibird rauszunehmen? Das wäre nämlich jetzt super. Tu mir den Gefallen, Game. Yes, geht doch. Ja, da hat es sich, glaube ich, gelohnt, hier auf Feuerwirbel zu gehen und nicht auf Ember. Finde ich gut. Und ich habe, by the way, mein neues Licht an, obwohl es Tag ist. Aber ich dachte mir so, die Lichtverhältnisse müssen jetzt irgendwie ein bisschen angepasst werden. Finde ich gut. Ja, ihr findet das auch gut, ich weiß es. Okay, Lockencharlie to Level 14. Könnte sein, dass wir jetzt sogar noch direkt eine Entwicklung erleben werden. Und Gligar. Interessant, Gligar. Damit habe ich jetzt kein Problem, vor allen Dingen, weil 2 gegen 1 ist. Tut kein Style. Ich liebe den Spruch.
2 gegen 1 Türken-Style. Ey, unfassbar gut, Bruder. Ey, haha. Komm, wir machen den fertig stehen. Den Gag. Oh, wir kriegen die Verwirrung. Was ist da los? Jesus Christ. Fantastisch. Okay. Ah, okay, Aerial Ace auf Sabrina ist gut. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, das geht auf Blumosaur. Das wäre nämlich nicht so toll gewesen. Aber wir haben zumindest auch hier wieder die Oberhand und können jetzt diesen Doppelkampf für uns entscheiden. Und ich habe 2 Supertränke genutzt, Leute, für einen einzigen Trainer. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie krass das ist? Ich habe 2 Supertränke für einen Trainer benutzt. Das ist unfassbar, was hier das den Stoff angeht. Rifle will Twister lernen. Twister ist cool. Ist eine Drachenattacke. 40 Damage ist besser als Center Deck, das heißt, wir bringen ihm mal Twister bei. Twister war doch auch dieses komische Gemeinschaftsspiel, ne? Mit den komischen Farben und dann drehst du so eine Rechte hier. Ich glaube, so zwei. Wie nennt man das? So 2 Räder drehst du, ja? Und dann heißt irgendwie rechte Hand auf Rot und so. Und, oh, Lockenschale entwickelt sich. Perfekt. Wir kriegen jetzt unser kleines süßes Pummeluff. Dann heißt irgendwie rechte Hand auf Rot und dann verschränkst du dich und bla bla bla. Das war irgendwie so ein Partyspiel aus den 90ern, soweit ich weiß. Gibt's heutzutage bestimmt immer noch? Gibt's Twister immer noch, Leute? Spielt ihr Twister immer noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich habe ja mal in der Grundschule dieses Praktikum gemacht. Und in der Grundschule ist es ja heutzutage so. Die meisten von denen sind Ganztagsschulen, ja? Hallo Pummeluff, by the way. Du siehst super süß aus. Die meisten von den Schulen sind natürlich Ganztagsschulen, ja? Und das bedeutet, dass man da nachmittags mit den Kindern ab und zu auch mal noch spielen muss, so erzieherische Tätigkeiten ausführt. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat echt viel Spaß gemacht, muss ich gestehen, ja? Und ich glaube, die haben teilweise untereinander auch Twister gespielt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine es aber gesehen zu haben. Also Twister gibt es bestimmt heutzutage immer noch. Naja, wie dem auch sei, ich muss auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Das ist etwas, was mich wahrscheinlich hier am meisten an dem Projekt stört, dass ich nach allen 1-2 Trainern zum Pokémon Center muss, um meine Pokémon zu heilen. Aber wir haben in der letzten Episode gelernt, dass das auch alles einfach gut sein kann. Wenn ich dann halt denke, oder wenn ich zu greedy bin, wenn ich wirklich zu gierig bin und dann irgendwie ohne meine Pokémon zu heilen irgendwo hinlaufe, das kann dann natürlich echt auch schon mal ja, ein Problem werden. Vor allen Dingen, wenn da so ein Sichtler auftaucht. Und ich will auf jeden Fall nicht, dass sich das wiederholt. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ich meine, das Sichtler, das war schon gefährlich. Techniker, Leute. Techniker. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon echt gemein. Hey, guck mal, ich werde diesen Kampf gewinnen. Hör zu, hey. Alles klar, Vorschülerin Mia. Aber ist kein Doppelkampf, aber ich kenne den Kampf. Inkei. Falls ihr den X- und Y-Anime nicht kennt, XYZ-Anime, Verzeihung, James hat da auch dieses Pokémon, dieses Inkei. Ich glaube, wie heißt es auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, aber James hat dieses Pokémon auf jeden Fall auch. Und ich finde es wirklich zuckersüß. Ich finde es zuckersüß, ich weiß nicht warum, aber Inkei ist süß. Die Weiterentwicklung davon, Calamanero, das weiß ich zum Beispiel. Die ist auch cool. Ich persönlich finde die halt nur cool, ne, aber, hat schon was. Calamanero hat auf jeden Fall auch schon mal was. Kann man nicht anders sagen. So, was schickt Mia jetzt rein? Ich weiß es nicht. Ich will aber nicht raus. Oder? Ach, ich gehe mal auf Dragon Heist. Dragon Heist ist auf Level 18. Der braucht noch ein bisschen Training. Und wie gesagt, Dragon Heist müssen wir versuchen, bis Level 30 irgendwie durchzupushen. Aber ab Level 30 geht's dann ab. Es ist dann natürlich eher kontraproduktiv, ne? Wenn man jetzt sowas erlebt, das ist natürlich nicht so schön. Ich gehe auf Brighton raus. Ihr könnt auf Schlamper gehen, aber Schlamper macht, glaube ich, im Umkehrzug gegen Kramux nicht allzu viel. Und deswegen muss ich lieber auf Brighton raus. Ja, ich kann nicht auf Sabrina gehen, weil das Ding natürlich auch Unlichtattacken abfeuert und das war ein Crit. Vielen, vielen Dank für den Crit, du Schweinepriester. Das ist nicht sehr nett von dir, Kramorx. Mann! Ich meine, ich mag Kramorx, ich mag auch Kramchef, aber das finde ich jetzt nicht so nett. Das Ding kann Biss. Also, in den Originalspielen kann das Ding sicherlich kein Biss. Aber Kramorx ist ja noch toll. Ich mag Kramorx, wie gesagt. Kramorx ist ein absolutes Sympathie-Pokémon in meinen Augen. Und ich feiere das Ding des Todes. Und Sabrina ist mittlerweile Level 23. Ich habe einen einzigen Orden. Was ist da los? Das ist ja unfassbar. Okay, gibt es hier noch irgendwelche Trainer? Ich glaube, da oben links gibt es noch einen Gärtner. Okay, das ist, glaube ich... Ist das ein Trainer? Das ist ein Trainer. Holy shit, das wusste ich nicht. Das heißt, es gibt noch 2 Trainer auf der Route. Die werden wir auf jeden Fall besiegen. Und dann können wir diese Folge wahrscheinlich noch nach Illumina City, was super ist. Das ist nicht gut. Das ist alles, aber nicht gut. Ich könnte jetzt die Tech benutzen, lustigerweise. Um zu scouten, was sie machen. Ohne Runde zu scouten. Ich glaube, ich benutze sogar die Tech jetzt mal. Einfach um zu schauen, was sie machen.
und Mark Punch auf Pachirisu, dann können wir zumindest versuchen, schon mal Pachirisu rauszunehmen. Das ist rechte Hand. Holy moly, jetzt kommen hier die ganzen Strats raus. Okay. Charge Beam auf wen? Nein, nicht ein Special Attack Boost, das ist nicht gut. Okay, ich kann Pachirisu rausnehmen, das ist super. Ich könnte hier nochmal einen Reflect raushauen, das wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und dann muss ich raus auf Sabrina, das steht fest. Und du darfst jetzt mal einen Mark Punch auf Pachirisu machen. Ich hoffe nur, das geht auf. Oh, der Special Attack Boost war nicht gut. Der Special Attack Boost ist alles andere, aber nicht gut. Also ich kann vom Glück reden, dass ich so ein hohes Level habe auf meinem Pokémon. Aber ansonsten hätte ich hier echt ganz große Probleme. Alright, wie gehe ich hier jetzt am besten vor? Ich habe einen Reflektor draußen. Das heißt, ich könnte hier Synthesis benutzen mit Lumosaur. Das ist perfekt. Insta-Rate trifft alle drei. Ich will aber nicht alle drei treffen. Ich muss nach und nach jetzt versuchen, die Pokémon rauszunehmen. Erstmal gehe ich auf der Den. Ich fokusse den und gehe auch nochmal auf den. So, nochmal Helping Hand. Okay. Nicht ein Charge Beam auf Low Pony, please. Das war ein Crit. Nice. Nice Crit. Nice Dragon HS Level Up. Oh oh. Ich habe echt Angst gerade. Gut. Eckert trifft nur die beiden links, ne? Ja, perfekt. Oh, so war das lucky! Das war lucky SL. Das war lucky SL. So. Headbutt bitte auf Pachirisu, Psystrahl auf Emolga und Back HP Super Potion auf Schlapper. Stamper, bitte nicht verdrücken jetzt, das ist wichtig. Alter, Leute, 1 HP, was ist da los? Also, ich habe jetzt teilweise im Projekt bis jetzt mit den Ranges echt viel Glück gehabt. Oh, das ist ein Crit, was ist da los? Holy moly. Also, ich hätte jetzt hier mit allen gerechnet, aber nicht mit einem Dreierkampf, ja? Es gab... Okay, so langsam bereue ich, dass ich die eine Version genommen habe. Es gab nämlich zwei Versionen. Es gab einmal die Light-Version und es gab die normale Version. Ja, ja, ja. Wollt ihr im K.O. sneaken, ne? Du Schweinefürst. Ich meine, du Eichhörnchenfürst. Und es gab auf jeden Fall zwei Versionen und ich habe mich für die richtige Version entschieden. Also, die richtige Version. Und in der richtigen Version gibt es halt richtig viele Doppelkämpfe, Dreierkämpfe und Rotationskämpfe und so weiter. Und in der Light-Version gibt es halt weniger von denen. Aber ich habe mich halt für die richtige Version entschieden und deswegen habe ich jetzt so viele von denen. Naja. Zumindest kann ich hier mein komplettes Team trainieren, das ist super. Aber nehmt's mir nicht übel, Guys. Ich werde nicht gegen den Gärtner kämpfen. Zumindest nicht vorerst. Ich werde gleich noch gegen ihn kämpfen. Ah, also hast du jetzt von diesem Megaball gehört? Er hört sich so ähnlich an, aber doch so anders. Naja, er wurde von bestimmten Pokémon-Trainern gepickt. Megabälle werden von Team Flair gemacht. Und die Steine werden von Professor Platan gemacht, okay. Okay. Megastones. Okay, die reden hier tatsächlich gerade über die Megasteine. Names Sina, also sie heißt Sina. Die Anteile der Freunde mir in charge of Dexio und Team Flair. Also sie sollen sich Team Flair anschauen, okay. Und das ist Dexio. Vor zwei Monaten hat mich Professor Platan anvertraut, dass ich mich um das Mega-Device, oder er hat mir das Mega-Device gegeben, also dieses Mega-Armband wahrscheinlich. Damit kann ich das Potenzial von Pokémon sehen. Interessant. Und der will uns jetzt das Labor zeigen. Dann zeigt mir mal bitte euer Labor, Guys. Nicht schlecht, also ich glaube, das war jetzt eine geänderte Textbox. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall das Spiel noch nie in Englisch gespielt. Deswegen bin ich mir jetzt teilweise etwas unsicher.
Ich und mein Bayleaf, also mir und meinem Blumosaur geht es super. Ich habe keine Ahnung, was du denkst. Und ich kriege Return! Jawohl! TM27 Rückkehr. Perfekt. Das ist eine TM, die ich gerne bei mir habe. Okay, und ich soll jetzt einfach nur durch das Tor gehen und dann bin ich in Illumina City. Und der einzige Grund, warum ich direkt nach Illumina City will, ist eigentlich, dass ich meine Pokémon heilen will. Das ist der einzige Grund, um ehrlich zu sein. Oh ja, Illumina City. Ich hatte gestern lustigerweise im Stream mit ein paar Leuten geredet und die haben tatsächlich behauptet, die mögen Illumina City nicht. An der Kalos-Region. Und das ist, also Illumina City ist der Grund. Und das konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich eigentlich finde, dass gerade Illumina City die Kalos-Version doch auszeichnet. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so denkt, aber ich finde tatsächlich, Illumina City zeichnet die Kalos-Region tatsächlich aus. Und ich will meine Pokémon heilen, deswegen will ich da noch nicht rein, wenn es geht. Okay, lass uns einfach noch reingehen. Ich will aber noch nicht rein. Ich will meine Pokémon heilen, wenn es geht. Weil ich nochmal gegen den Gärtner kämpfen will. Gärtner! Ich glaube, ich mache die heutige Episode noch nicht so lang. Ich werde wahrscheinlich noch den Gegner klatschen und dann in Illumina City begeben. Vielleicht reden wir noch mit ein paar Leuten und dann war es das dann auch für heute. Grund dafür ist einfach, naja, ich wollte euch das sowieso erklären. Das Problem ist, ich würde gerne zwei Parts täglich bringen. Klar, will jeder. Das Ding ist einfach nur, ihr müsst euch vorstellen, ich brauche für einen Part mit allem drum und dran, also von Anfang bis Ende. Was ist das? Pokémon for Prizes, ja. Was kann man denn? Ach so, nur sowas. Okay. Würde ich auch gerne machen. Das Problem ist einfach, ich brauche von Anfang bis Ende für eine einzige Folge so 3 Stunden. Von Anfang bis Ende. Wisst ihr, müsst euch vorstellen, erstmal musst du das aufnehmen. Dann wird es nachbearbeitet, dann musst du das Video nochmal rendern lassen. Das ist das, was am meisten Zeit kostet, aber du kannst neben dem Rendern dann halt meistens noch was machen. Aber trotzdem nimmt das alles Zeit in Anspruch und da muss man halt immer mal schauen, so, ja, und deswegen, keine Ahnung, kann ich nicht immer 2 Parts bringen. Auch wenn ich das gerne machen würde, vor allen Dingen bei dem Support. Bulldoze und Strugglebug, nicht schlecht, vor allen Dingen Bulldoze ist super. Dafür sollte ich mein Geld eventuell jetzt mal sparen. Bulldoze, Strugglebug, Swordstance vielleicht auch. Sunny Day, Raindance erstmal nicht. Aber die anderen TMs sind auf jeden Fall richtig gut. Also ich glaube, dafür gebe ich sogar gerne Geld aus. Ja, dafür werde ich wahrscheinlich gerne mein Geld ausgeben. Das sollte kein Problem sein. Boah, guck dich mal Illumina City an. Ich finde die Stadt wunderschön. Sie ist riesengroß und einfach nur... Sie hat einfach was, wisst ihr? So, streng genommen kriegen wir, glaube ich, in Illumina City jetzt nochmal ein geschenktes Pokémon. Und das wird das Kanto-Starter-Pokémon sein. Da können wir uns zum Beispiel sogar für Shigi entscheiden. Das wäre ziemlich episch. Da könnten wir wirklich Shigi nehmen. Und da würde sich Shigi wahrscheinlich sogar lohnen, weil Shigi ist einfach ein Wasser-Pokémon. Und das würde rein theoretisch super gut ins Team passen. Wie machen wir das jetzt hier am besten? Ich vertraue immer noch Dragon Heist. Dragon Heist wird hier hoffentlich mal wieder eine gute Performance gegen den Gärtner abliefern. Gucken wir mal. Aber dann können wir uns in der nächsten Episode wahrscheinlich unser Kanto-Starter aussuchen. Wäre natürlich super, wenn der Macher das irgendwie getauscht hat, dass es dann nicht ein Kalos-Starter ist, Kanto-Starter ist, sondern vielleicht ein Johto-Starter. Das wäre noch umso geiler. Vielleicht ein Sinnoh-Starter oder so. Und deswegen bleibt meine Hoffnung, vielleicht sind es nicht die Kanto-Starter. Aber wahrscheinlich schon. Einfach weil die halt auch mega Entwicklung haben. Kann irgendwie jedes Pokémon in diesem Spiel Felsgrab oder so? Ich meine, ist ja kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding hier gerne Felsgrab benutzt. Aber hey, trotzdem. Warum musst denn du unbedingt gegen mich benutzen diesen Angriff? Finde ich nicht gut. Okay, Mega Drain. Ich habe keine Ahnung, warum Mega Drain und nicht irgendwie Rock Tomb oder so. Aber Tangela wird es wissen. Dr. Spaghetti. Spaghetti! Sollte das hoffentlich... Oh Gott, das ist nicht gut. Quick Attack sollte jetzt aber reichen, hoffentlich. Ja, ich meine, klar, Tangela hat eine gute physische Defensive und so, aber trotzdem, so. Ja, wir sind tatsächlich vom Level her sogar relativ weit oben jetzt. Das liegt aber daran, dass es immer noch Route 4 ist. Ich denke, das ändert sich dann spätestens, wenn wir auf der neuen Route sind. Weil die Power- oder die Levelkurve geht hier schon enorm schnell nach oben. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, ich habe keine Ahnung, was ich hier wechsle. Ich gehe einfach mal auf Blumosaur in der Hoffnung, dass jetzt vielleicht ein Wasser-Pokémon kommt. Raticate ist okay. Raticate kann, glaube ich, gegen uns nicht allzu viel machen. Wir benutzen einfach mal Headbutt. Ja, Firefang habe ich schon gedacht, dass er eventuell Firefang kann. Aber es sollten wir eigentlich ganz gut wegstecken können, sage ich ja. Vielleicht wäre es hier sogar tatsächlich besser gewesen, auf Reflektor zu gehen. Eisfang kann es auch. Eisfang ist okay. Das Problem bei Eisfang ist, oder das Gute an Eisfang...
Ich habe heute aber ziemlich viel Glück mit den Rolls, muss ich sagen, ne? Holy moly. Holy moly, ich habe echt viel Glück mit den Dings heute. So, wir können Magical Leaf draufballern, aber ich habe keinen Bock auf Magical Leaf, einfach weil wir wahrscheinlich sowieso physisch werden. Ja. Deswegen kein Magical Leaf und Magical Leaf wird uns nicht beigebracht. Wir haben echt viel Glück mit den Rolls. Oh, aber richtig. Aber soll mir recht sein, soll mir recht sein. Ich darf auch mal Glück haben. Ja, ich darf auch mal Glück haben. Ich will halt nicht immer auf Sabrina gehen, deswegen bleibe ich gerne mal hier drin. So, Ponita. Ponita ist ein Pokémon. Ihr müsst wissen, Ponita hat den Feentypen in diesem Spiel. Ponita ist ein Feuer-Pokémon in dem Game. Und es hat Dürre wie. Ich sag nie wieder, dass ich auch Glück haben darf. Ich sag nie wieder, dass ich auch Glück haben darf. Nee. Ich sag nie wieder, dass ich auch Glück haben darf. Nein, das ist erstunken und erlogen. Das ist einfach nur erstunken und erlogen. Okay, ich muss teilweise echt auch. Also ich verlasse mich ziemlich auf Sabrina. Das Ding ist aber nur, Sabrina ist mein stärkstes Pokémon. Und das ist auch einfach der Grund, warum ich Sabrina genommen habe. Auf Sabrina ist ein Verlass. Und Sabrina ist für dieses Spiel, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, ein anderes Starter-Pokémon, was für das Spiel super gut gewesen wäre, wäre wahrscheinlich natürlich Greninja, Froxy, ne? Wäre für dieses Spiel wahrscheinlich auch echt bombastisch gewesen. Vielleicht nicht in der ersten Arena, oder gerade nicht in der ersten Arena, einfach weil es dann halt auch noch den Unlicht-Typen mitbringt. Und hallo, Käfer-Pokémon gegen Unlicht-Pokémon, ihr wisst, was sie damit anstellen. Sehr effektiv. Ja, Zerfetzung. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich mich hier für Routine entschieden habe. Tatsächlich hätte ich, glaube ich, wirklich gerne Greninja genommen. Einfach, weil ich Greninja so super gut finde, also Quajutsu. Aber letzten Endes musste ich mich beugen. Und es ist tatsächlich besser, dass wir Routine genommen haben. Das war streng genommen wirklich nur ein strategischer Pick. Ja, kann man aber, glaube ich, wirklich verstehen. So, ich muss jetzt mal meinen Pokémon mal Return beibringen. Return ist nämlich deutlich angenehmer als hier alles andere. Vor allem Frustration, weil Frustration ist in so einem Spielverlauf komplett kontraproduktiv. Das, ich meine, ein Pokémon wird dich mit der Zeit immer lieber haben und ja, deswegen ist Frustration eigentlich total schlecht. Und ich weiß auch nicht, was der Sinn von Frustration eigentlich streng genommen sein soll. Das ist am Anfang besser, aber für den Spielverlauf am Ende schlechter. Und Return ist halt bombastisch auf Schlamper, ja. Step allein da drauf und man kann das super gut pimpen. Ich könnte jetzt zum Beispiel die super tief voll machen, indem ich einfach die ganze Zeit im Kreis fahre in Galar City und Stamper würde mit Return alles zerfetzen. Aber wäre mir ein bisschen zu cheap. Ich mache das lieber so ganz normal. Wieder aus, Leute, das war heute Double Power Friday. Vielleicht werden wir nächste Woche wieder so ein Double Power Friday raushauen. Wer weiß, schauen wir mal, wenn der Support weiter so gut ist. Warum nicht? Lasst doch gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen und supporten, Guys. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ihr könnt ja auch noch was Nettes in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Jedenfalls auch dreimal gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.